Brüder und Schwestern in Christus, der heutige Sonntag wird traditionell als der gute Hirte Sonntag begangen, da betet man um neue Berufungen und so weiter und so fort. Eine schöne Tradition, doch ich bin selber Priester und manchmal ist es zum Verzweifeln, weil oft muss ich den Gläubigen, aber auch mir selber von Dingen erzählen, die ich gar nicht erlebt habe, die ich gar nicht verstehe. Weil wenn ich über die Dreifaltigkeit predigen soll, das ist für mich immer eine Herausforderung, weil ich verstehe das nicht, wie das funktionieren soll in Gott. Aber ich habe gelernt, ich muss nicht alles verstehen, was ich von mir gebe. Der Heilige Geist soll auch ein bisschen Raum haben in meinem Leben. Das war so, als ich noch in meinem Ordensleben ganz am Anfang war, also so kleine Franziskaner sozusagen. Da habe ich auch ein bisschen Gitarre gespielt, da war ich noch nicht so sicher. Und vor einem Gebet, wo ich sollte, ich glaube, das war eine Messe, habe ich sehr, sehr viel geübt. Und noch kurz vor der Messe habe ich die Gitarre geholt, bin rausgegangen, noch einmal durchgespielt alles. Und mein Meister im Noviziat hat gesagt, du, lass dieses Üben. Lass dem Heiligen Geist auch etwas. Und deswegen Hirte zu sein, das ist so eine Sache. Ich bin mir auch meine Unzulänglichkeiten bewusst. Und wenn ich mir deren nicht bewusst bin, dann gibt es immer Brüder, die mich daran erinnern. Das ist immer gut, in einer Gemeinschaft zu leben. Aber wir haben gehört im heutigen Evangelium, das ziemlich kurz ist, dass wir die Schafe sind. Also wir alle. Und ich habe mich gefragt, was ein Schaf ausmacht. Also Schafe sind eigentlich niedliche Tiere. Gesehen nicht viele, aber die ich gesehen habe, stinken auch. Und ja, sie haben verschiedene Eigenschaften. Und das ist ein Vergleich, der nicht ganz zu uns Menschen passt. Die meisten Menschen, also in unseren Breitengraden, waschen sich, sie stinken nicht. Und was macht so ein Schaf aus, von dem Jesus spricht? Ich glaube, davon haben wir sowohl im Evangelium wie auch in der ersten Lesung in der Apostelgeschichte gehört. Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Und in der Apostelgeschichte haben wir gehört, wie Paulus mit Barnabas irgendwo unterwegs sind und Jesus verkünden. Und da die Juden diese Botschaft nicht mehr hören wollen oder können, verkünden sie diese frohe Botschaft den Heiden. Und die Juden regen sich dann auf. Was verkündet ihr? Das geht ja nicht. Und Paulus sagt da etwas sehr Wichtiges. Er sagt zu den Juden, euch musste zuerst das Wort Gottes verkündet werden. Da ihr es aber zurückstoßt und euch des ewigen Lebens unwürdig zeigt, wenden wir uns jetzt an die Heiden und erzählen ihnen diese Botschaft. Also die Schafe sind die, also die Schafe, von denen Jesus spricht, die das Wort Gottes hören und es annehmen. Und das ist nicht so eine leere Floskel, dass du mal gehört hast, was in der Bibel steht, weil du in der Messe bist, sondern dieses Hören, von dem die Bibel spricht, ist etwas sehr Anspruchsvolles. Weil wenn die Bibel vom Hören spricht, könnte man auch übersetzen mit Leben. Du sollst das leben, was du hörst. Und ich glaube, das ist auch eine gute Botschaft, also für mich auf jeden Fall, weil ich muss nichts leisten. Du musst auch nichts leisten. Du musst Gott nichts beweisen. Du kannst Gott nichts beweisen. Das ist auch so. Aber du musst Gott nicht beweisen, dass du seiner würdig bist. Du musst Gott nicht beweisen, dass du dir den Himmel verdient hast. Du musst nicht beweisen, dass du dich bemühst. Er ist ein guter Hirte, er weiß es. Das Einzige, wozu wir gerufen sind von Jesus, ist seine Stimme zu hören.
Das heißt nicht nur vernehmen, wie ich gesagt habe, sondern im Leben umzusetzen. Und wenn Jesus sagt, dass wir seine Schafe sind, er ist unser Hirte, bedeutet das vor allem eines, dass ich nur einen in meinem Leben habe, auf den ich höre. Nur einen. Jesus Christus. Und wenn du auf jemanden mehr auf ihn hörst, bist du nicht sein Schaf. Es klingt vielleicht ein bisschen hartherzig, was ich sage, aber so ist es. Wenn Gott nicht an erster Stelle in deinem Leben ist, dann hat er überhaupt keinen Platz in deinem Leben. Und deswegen sind wir heute eingeladen, ein bisschen unser Leben zu revidieren und zu schauen, wie ich das hinkriegen kann, dass er wieder an den ersten Platz kommt oder das erste Mal in meinem Leben vielleicht. Das ist schwierig, das ist ein ständiger Kampf. Ich bin viel unterwegs und sehr oft auch mit evangelischen Christen und manche Evangelischen haben so eine tolle Sache, wo sie beim Gottesdienst junge Leute oder einfach Leute aufrufen, ihr Leben Jesus zu übergeben. Eine schöne Sache, das gibt es auch bei uns, besonders bei der charismatischen Bewegung. Man geht nach vorne, übergibt sein Leben Jesus, das ist ein großer Schritt für sehr viele. Dann geht man schlafen, man steht auf, ja, und das Leben läuft weiter. Ich habe das gelernt in meinem Leben, dass es nicht einmal reicht, dieses Leben zu übergeben, sondern ich muss es nicht nur jeden Tag aufs Neue machen, sondern in jede Entscheidung, die ich treffe. Das ist ein bisschen mühsam. Aber Jesus hat auch gesagt, kommt ihr Mühseligen zu mir. Ich werde euch die Last abnehmen. Also wir brauchen auch keine Angst vor dieser Last zu haben. Er ist auch derjenige, von dem wir ihm in der Offenbarung gehört haben, seine bildhafte Rede. Zu ihm kommen die Gerechten und sie werden im Blut des Lammes, also im Blut Christi, gewaschen. Wir sind Gott gerechtfertigt. Wir müssen uns nicht rechtfertigen, für nichts. Für keine deiner Sünden musst du dich vor Gott rechtfertigen. Du kannst es gar nicht. Das hat Jesus für uns getan. Sie bereuen und Fenzen daraus zu ziehen, also Buße, das schon. Aber du brauchst dich vor Gott nicht rechtfertigen. Wir sind in seinem Blut gewaschen. Wenn wir das Wort Gottes hören, wenn du das Wort Gottes hörst, versuch es in jeder deiner Entscheidungen zu hören, umzusetzen. Dann bist du sein Schaf, dann ist er dein Hirte. Und das heißt jetzt nicht, wie ich gesagt habe, Gott soll man an der ersten Stelle im eigenen Leben haben, sonst hat er überhaupt keinen Platz. Ist nicht so, dass du immer an Gott denken musst. Das kann ich auch nicht. Das kann kein Mensch. Oder dass du bei der Messe immer sehr konzentriert sein musst auf das, was passiert. Ja, Gott kommt zu uns auch so. Er braucht unsere Aufmerksamkeit nicht. Er freut sich über sie, aber er braucht sie nicht. Weil Jesus es auch gesagt hat, am Ende dieses Evangeliums, wir sind in der Hand des Vaters, des Allmächtigen. Und dieses Hören auf das Wort Gottes, dieses Umsetzen des Willens Gottes in meinem Leben ist der einfachste Weg, dass den ersten Platz in meinem Leben einnimmt. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber das ist der einfachste Weg. Wenn du andere kennst, andere gehst, wünsche ich dir viel Erfolg, mach es nur. Solange du dorthin gelangst, wo du sagen kannst, der Herr ist mein Hirte und nicht mein Geld, meine Familie, mein Ehemann, meine Ehefrau oder meine Kinder oder sonst was. Es ist das, was wir anstreben sollen, was ich versuche anzustreben. Es gelingt mir kaum, aber ich versuche es, damit ich jeden Tag am Ende sagen kann, der Herr ist mein Hirte. Und vielleicht, wenn du jetzt in dieser Woche Entscheidungen triffst, kleine und
große, versuch dir diesen kurzen Satz, dieses Stoßgebet in Erinnerung zu rufen und zu sagen, bevor du diese Entscheidung triffst, der ist mein Hirte. Jesus, sei mein Hirte. Und dann wirst du sein Schaf sein. Ein Schaf, das auf grüne Weiden geführt wird, zum Haus des Vaters. Nicht irgendwann, sondern jetzt. Gott ist einer, der uns Frieden schenken kann. Dir ganz besonders heute. Aber wir müssen auch etwas dafür tun. Sein Wort hören, es umzusetzen. Das ist die einzige Bedingung. Ist nicht so viel. Und doch manchmal verlangt es einen alles ab. Ich wünsche euch viel Erfolg darin, seine Schafe zu sein, in seine Herde sich einen Platz zu nehmen, diesen Platz zu finden, ihn zu bewahren. Und ich wünsche euch und mir selber auch, dass wir jeden Tag dieser Woche am Ende sagen können, der Herr ist mein Hirte.